Hier spricht Kapitän Santex. Alle an Bord. Wir fahren jetzt los. Heute begeben wir uns nämlich mal auf das Meer mit der Titanic, dem größten Schiff der ganzen Welt. Und ich bin mal gespannt, wie die Reise ausgehen wird, denn wir alle kennen die Geschichte, was am Ende passieren wird. Titanic plus Eisberg gleich Mega Crash. Und ob wir es schaffen werden, die letzte Schiffsfahrt der Titanic zu überleben, das werden wir heute zusammen herausfinden. Und damit, hey Freunde, schön, dass ihr da eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gebt dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wir befinden uns heute in Roblox Titanic. Oh ja, einem Game, wo uns der letzte Tag der Titanic, des riesengroßen Schiffes, gezeigt wird, welches gegen einen Eisberg gecrashed ist und untergegangen ist. Und wir haben jetzt hier verschiedene Bereiche, die wir erkunden können. Wir haben hier den Kesselraum, die dritte Klasse und noch viele weitere Bereiche. Aber ich würde sagen, wir gehen sofort in den Random-Bereich und betreten den letzten Tag der Titanic und erkunden alles, was es gibt. Und da sind wir angekommen auf dem riesigen Schiff. Schaut euch das Ganze an. Alle Passagiere sind an Bord. Hier spricht Kapitän Santex. Los, setzt euch alle auf eure Plätze. Das ist hier die letzte Fahrt. Hey, Kollege, was geht ab? Ich bin's hier, der Kapitän. Ich steuere die Titanic und wir können uns hier richtig umschauen. So sah die Titanic auf jeden Fall mal aus von innen drin. Wie luxuriös, bitte. Und vor allem, wie riesig. Es gibt hier so viele verschiedene Zimmer und so viel, was wir hier zusammen erkunden können. Und, wofür brauchen wir diese Schutzweste? Ich hoffe, dieses Schiff wird nicht gegen einen riesigen Eisberg fahren. Was könnte dabei denn schon schief gehen? Lass uns mal hier ein bisschen weiter umschauen. Was gab es noch alles auf der Titanic drauf? Was ist das hier? Alles klar. Und dann haben wir hier oben, ganz, ganz viele Sitze und irgendwie sowas. Alles klar. Und hier kann man sich so ein bisschen hinsetzen und schön entspannen. Und da fahren wir, Freunde, mit diesem riesigen Schiff. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, Freunde, dass dieses Schiff wirklich mal so riesig war. Junge, Junge, Junge. Man kann sich hier schon fast verlaufen, ey. Ich glaube, ich habe mich schon verlaufen. Ey, da oben ist noch einer. Moin, moin. Und, sollten wir nicht das Schiff steuern? Nein, wir müssen sofort hingehen. Und, es gibt Lifeboats anscheinend. Also noch, da oben, seht ihr das? Solche Rettungsboote, die man dann im Notfall benutzen kann. Sondern würde ich sagen, wir rennen auf die andere Seite des Schiffes und schauen uns mal um, was es alles hier noch gibt. Wir haben auch 580 Punkte. Mal schauen, was wir uns damit hier gönnen können. Wir können uns hier verschiedene Pässe gönnen hier. Alles klar, mit Robux können wir uns Punkte gönnen. Alles klar, aber davon brauchen wir erstmal nichts. Wir erkunden natürlich hier weiter. Die Titanic von innen. Richtig luxuriös mit den Treppen und sowas. Und wo sind hier die Toiletten? Schönen guten Tag. Gibt's hier die Toiletten? Hier können wir den Aufzug benutzen. Aber den können wir anscheinend nicht benutzen. Alles klar, der Aufzug ist heute versperrt. Und was? Ein Eisberg! Ein Eisberg in Sicht! Oh Gott, schnell. Wir müssen nach oben. Wir müssen sofort nach oben. Wo ist der Eisberg? Wo ist der Eisberg? Okay, wir sind draußen und Freunde, da vorne ist der. Nein. Leute, ich muss das Schiff lenken. Alle aus dem Weg. Hier kommt Kapitän Santex. Wir müssen lenken. Wir müssen, die Titanic lenken. Das ist nicht, gegen den Eisberg fährt. Komm. Blablabla. Freunde, ich will rein. Ich will rein. In den VIP-Bereich ist ja in Ordnung. Wir müssen... Oh nein. Sofort. Oh nein. Das Crewmember-Pass. Den Crewmember-Pass kaufen, dass wir hier rein können. Und jetzt... Oh mein Gott. Nach links. Nach links. Wir müssen jetzt hier nach links lenken. Schnell. Oh mein Gott. Das wird knapp. Werden wir crashen gegen den riesengroßen Eisberg. Oder war es zu spät? Oh mein Gott. Wir lenken nach links. War es zu spät und... Es hat ihn getroffen. Nein. Oh Gott. Wir haben, glaube ich, versagt und sowas. Los, mehr nach links. Und sind wir vorbeigefahren? Was passiert hier? Und oh mein Gott. Schaut euch das Ganze an. Nein. Der Eisberg wurde gerade noch so getroffen. So knapp. Wir sind ihm fast ausgewichen. Der eine ging jetzt schon los. Die anderen sind schon auf ihren Rettungsbooten. Und oh nein. Der Eisberg wurde jetzt tatsächlich getroffen. Und... Kann dieses Schiff wirklich sinken? Oh nein, Leute, beruhigt euch alle, an alle Passagiere. Hier spricht der Kapitän. Ich bitte euch, euch alle zu beruhigen. Es wird schon nichts schief gehen. Und die ist schon auf dem Rettungsboot. Die so, Hilfe, ich hau ab, tschüss. Oh Leute, beruhigt euch. Die Crew sollte erstmal nachschauen geben, ob irgendwas beschädigt ist. Und oh nein, bis jetzt sieht doch alles gut aus. Wir haben den Eisberg aber leider getroffen. Okay, ich würde sagen, Kapitänbefehle. Wir können ja Emergency Lifeboats, also die Notfall-Lifeboats, können wir
ein- und deaktivieren und sowas. Alles klar. Ich check das Ganze, Leute. Wir werden jetzt... Ey, Leute, beruhigt euch. Hier wird nichts untergehen. Oh nein. Wow, wie schnell sind wir? Holy Macaroni. Alles klar. Wir müssen jetzt hier nach unten gehen. Und da ist der Freund, der Eisberg, gegen den wir gecrashed sind. So, wo gibt's jetzt hier die Türen, wo wir hier irgendwo reingehen können? Alles klar, hier geht es, glaube ich... rein, ich habe mich verlaufen. In unserem eigenen... Ah, hier, Boot. Und oh Gott, was ist jetzt los? Wir gehen nach unten. Wir checken das Ganze, was hier abgeht. Wow, wie schnell wir sind. Ich bin der schnellste Kapitän der ganzen Welt. Hier, das Bild der Titanic. Oh ja. Und hier wird nichts untergehen. Boah, wo sind wir? Wo sind hier die ganzen Passagiere? Wir müssen sie jetzt retten, falls es doch noch irgendwas schief laufen sollte. Aber wir schauen uns mal von außen an, wie das Ganze aussieht. Bis jetzt ist alles in Ordnung. Das Schiff stürzt noch nicht ein. Wir müssen so viele Passagiere wie möglich hier retten, aus diesem Schiff hier runterzukommen. Okay, wir müssen es vorbereiten. Wir müssen es jetzt tatsächlich vorbereiten, bevor alles hier untergeht. Ihr seht es, Stück für Stück wird das Schiff wahrscheinlich immer mehr untergehen. Leute, beruhigt euch. Wir haben alles unter Kontrolle. Ja. So, okay, lass uns mal hier umschauen. Hey, sieh da, sofort raus. Raus aus dem Schiff. Wir haben einen Notfall. Alarm, Leute, alle raus aus der Titanic. Hier unten ist doch schon locker. Wow, alles überflutet. Ihr hört es und die Titanic wird sinken. Es ist nur eine Frage der Zeit. Alles klar. Ich höre schon irgendwo hier Wassergeräusche oder irgendwie sowas. Ich glaube, so langsam wird sie auch schon überflutet, die Titanic. Lass uns mal hier sofort nach unten gehen. Wir gehen jetzt mal so ganz unten. Hey, was machen Sie denn hier? Und wow, eine Treppe, die ist nichts für. Perfekt, ja. Hier sehen wir einfach nichts und hier sind auch noch ganz, ganz viele andere Räume. Jo. Hier müssen natürlich so viele Passagiere jetzt wie möglich hier retten. Wo sind wir? Ich weiß gar nicht, wie ich rauskomme. Nicht, dass wir hier noch selber ertrinken. Weil wir nicht mehr den Ausgang nach draußen finden. Okay, wir müssen nach oben. Wir müssen jetzt so von oben, bevor hier alles überflutet wird. Da hinten sind Leute. Yo, ich rette euch. Ich komme. Kein Problem hier. Okay, wir müssen nach oben. Wir müssen... Wow, noch ein neuer Bereich. Wir müssen jetzt hier sofort ab nach oben und schauen, was jetzt hier Sache ist bei dem Schiff. Alles klar. Alle Leute sind hier vorne. Und wir müssen sofort zu den Rettungsbooten gehen. Nur für Notfälle, ja? Ich glaube, das Schiff geht unter. Das ist auf jeden Fall ein Notfall. So, wie aktivieren wir das Ganze? Das sind die... Wow, ey, Cutter-Life-Boote hier. Können wir die irgendwie benutzen? Können wir da irgendwie einsteigen? Ich glaube, das ist ja nur für Crewmember. Aber anscheinend können wir das Ganze nicht benutzen. Die Crew macht sich schon mal ready für die Lifeboats. Können wir uns da hinsetzen, theoretisch? Warte mal, Freund. Ich glaube, nee, noch geht das Ganze nicht. Noch ist das Ganze gesperrt. Wir rennen und probieren natürlich so viele Leute wie möglich hier in diese Rettungsboote einzuschleusen hier. Okay, können wir nach oben springen? Irgendwie, warte mal. Ah, alles klar. Hier können wir nicht nach oben springen. Hey, was steht ihr noch da rum? Der ist so glücklich immer noch. Alles klar. Und was haben wir eigentlich für Items? Wir haben hier so eine Schwimmweste. Das ist schon mal, sehr, sehr wichtig. Was war das? Dann haben wir, was ist das denn hier? Und wow, oh mein Gott, was war das? Und wow, eine Explosion einfach, so Rettungs-SOS oder irgendwie sowas. SOS, Hilfe. Dann haben wir hier noch was am Start, so eine kleine Gun oder irgendwie sowas. Ah, schaut mal, wir können das Ganze jetzt abseilen und die ersten Leute werden vom Schiff anscheinend gerettet. Let's go, bang. los. Die ersten Leute werden gerettet. Wir probieren natürlich. Hier, los, ab geht's da unten. Ah, wir können hier die Leute abseilen und sowas. Ah, springt alle drauf. So viele Leute, wie es geht, müssen natürlich aufs Schiff. Dann haben wir noch so ein Medikit. Hop in, schreibt er. Und dann haben wir noch, was ist das jetzt hier? Oh, wir haben, hier ist es noch eine Schwimmweste oder sowas. Lass uns mal ganz, ganz schnell auf die andere Seite. Wir können eigentlich jetzt hier alles mögliche abseilen, oder? Hier, let's go, boom, genau. Jetzt haben wir das nächste Rettungsschiff hier gelauncht. So, das nächste wird natürlich jetzt hier vorbereitet und perfekt. Wir sind ja hier als Crewmitglied oder als Kapitän hier am Start und nur wir können diese Rettungsboote anscheinend freilassen. Das bedeutet, wir gehen jetzt zu jedem einzelnen Rettungsboot und werden jetzt hier alle möglichen Rettungsboote perfekt freilassen. Auch das haben wir erfolgreich gelauncht. Auch das werden wir natürlich auch noch launchen. Und hey, du da, komm, steig ein, komm. Wir werden jetzt hier zusammen von der Titanic fliehen und der hat keinen Bock. der wird lieber ertrinken, als mit mir in einem Boot zu sein. So, lass uns mal umschauen, was hier so abgeht auf der anderen Seite von diesem riesengroßen Schiff hier. Oh, wie seht ihr es? Oh, es geht immer weiter nach unten. Wir werden immer und immer weiter versenken. Das sieht wirklich ganz und gar nicht gut aus. So, lass uns doch mal reingehen. Wie tief ist das Wasser denn? Wie tief ist das Wasser? Können wir das schon sehen? Ist es hier schon irgendwie überflutet? Lass es mal nachschauen. Sieht nicht so aus, ne? Rette sich, wer kann. Und die ersten Leute sind im Boot. Die ersten Leute. Sehr, sehr gut. Schwimmt weg. Lebt wohl. Ihr schafft das. Und
Nein, die ertrinken! Leute, die schwimmen zum Boot rüber. Wer sie schaffen, oh mein Gott. Wir bleiben aber natürlich bis zur letzten Sekunde auf dem Schiff und probieren es trotzdem zu überleben, weil ich will natürlich sehen, wie die Titanic untergeht und jede Sekunde hier festhalten, was alles passiert. Ihr seht es, oben steht schon, jeder einzelne Raum wird nacheinander überflutet. Wir konnten bis jetzt noch nichts sehen, aber es wird immer mehr, alles wird mehr und mehr im Wasser. Und jawohl, das erste Rettungsboot geht schon ab nach draußen und da schwimmt einer. Leute, kann er mal irgendwer retten oder sowas? Wir brauchen Hilfe, wir brauchen Hilfe. Mal schauen, was wir uns jetzt hier noch als Kapitän oder als Crewmitglied machen können. Der Rezeptionsraum wird überflutet, steht da schon. Eieiei, es wird wirklich immer und immer krasser. Wo haben wir das Ganze? Ich will unbedingt mal hier das Wasser gehen. Tut mir leid, ich muss einmal durch. Das ganze Wasser, wie es hier unten die Räume überflutet. Bis jetzt oben ist noch nichts. Hey Leute, aber habt ihr irgendwas gesehen hier unten? Ja, lass uns mal hier umschauen. Wir gehen aber immer schon weiter nach unten. Aber sieht, glaube ich, noch nichts aus. Wo ist denn hier der Rezeptionsraum? Das weiß ich gar nicht. Mal schauen, ob wir gleich... Oh, die Fahrstühle benutzen können. Aber ihr seht es und da ist es, Freunde. Das Wasser steigt und alles wird überflutet. Leute, mal schauen, ob hier noch irgendwer ist oder sowas. Ob wir irgendwen retten können. Ich kann selber nicht mal schwimmen. Aber wir müssen natürlich probieren, hier die ganzen Leute zu suchen. Aber es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Hier unten ist, glaube ich, keiner mehr. Bevor hier alles überflutet wird, müssen wir jetzt hier alle retten. Sogar hier durch die Aufzüge und alles Mögliche fließt hier das ganze Wasser. Die kann man auch nicht benutzen. Dann jetzt geht es schnell, schnell, schnell ab nach oben. Das Wasser, ihr seht es. Es steigt und steigt. Immer und immer höher. Oh oh. Nein, nein, nein. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Ab geht es. Wee. Als Super Sonic geht es jetzt hier ab nach oben. Wie weit ist das Schiff schon am Abstürzen? Lass es mal jetzt hier ganz, ganz schnell auf die andere Seite gehen. Und wir probieren natürlich auch gleich mit einem Rettungsboot zu entkommen. Und oh ja, es geht immer weiter unten. Und da ist das Rettungsboot. Da ist das allererste Rettungsboot hier. Das Ganze, Mann, das Schiff oben wird jetzt sogar hier komplett überflutet. Das Wasser kommt jetzt an Bord. Oh nein, und da ist einer. Yeah, er hat auch ein Rettungsboot. Yo, Kollege, hol mich später ab. Ich bleib hier noch bis zum bitteren Ende. Der Titanic. Ich möchte jetzt alles Mögliche natürlich hier mitverfolgen, wie das Schiff jetzt hier tatsächlich am Untergehen ist. Wir ziehen natürlich aber immer unsere Schwimmweste sofort an, dass wir immer ready sind, falls irgendwas passiert. Und schau mal, wie schief wir sind. Jo, wie tief das Ganze hier schon nach unten geht. Wir gehen mal an die Spitze und hier ist das Boot. Was schon am... Oh nein, wir schwimmen schon. Nein, nein, wir ertrinken. Ich wollte mich nur hier an die Spitze stellen. Nein, ich ertrinke. Nein, 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 nein. Oh nein, nein, sag nicht, wir werden es... Oh mein Gott, nicht überleben. Das sollten wir nicht riskieren. Und alles geht jetzt hier komplett unter. Die fahren einfach auf dem Schiff hier mit dem Boot rum. Schnell, wir müssen ab nach oben. Okay, bis hier ist das Wasser... noch nicht hingekommen, aber ihr seht es, das Wasser steigt immer und immer mehr. Und Junge, was machen die denn da oben? Oh, wir müssen probieren. Oh nein, 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 nein. Ich sehe aus wie so eine Schildkröte mit dem Panzer. Schnell, weiter geht es ab nach oben, da, wo das Wasser natürlich nicht hinkommen kann. Jo, wie viele Leute sind hier? Wart mal, ich kümmere mich drum. Ich bin's hier, der Kapitän. Nur ich kann hier alle Schiffe hier erfolgreich runterlassen, abseilen. Zack, los, rette sich weg an, rette sich weg an. Alle steigen hier sofort ein in die Rettungsboote. Und wir genießen die Aussicht. Es war ein schönes Schiff, aber mittlerweile ist hier der komplette Vorderbereich komplett untergegangen. Man kann wirklich nichts mehr vom Schiff erkennen. Und Kollege, ich weiß nicht, was du hier machen willst, aber ich glaube, wir müssen ein bisschen weiter nach hinten gehen. Ansonsten war es das mit dir. Was ist deine Mission? Komm, komm, komm. Schnell, schnell, schnell. Wir haben noch eine Chance, hier zu überleben. Ich bin so gespannt, Freunde, ob wir es wirklich schaffen werden, diesen Eisberg-Crash zu überleben, zusammen mit der Titanic. Das Schiff wird auf jeden Fall untergehen, aber wir werden es schaffen. Oh, hier ist ein Worker. Hier ist ein Mitarbeiter. Das ist Otto. Und er arbeitet sehr hart. Ah, alles klar, Otto. Ich bin der Kapitän Centex. Schönen guten Tag. Nett, Sie kennenzulernen. Ich habe, die Titanic gegen den Eisberg gefahren. Kein Ding. Ich habe auch gestern erst meinen Schiffsführerschein gemacht. Und direkt muss ich die Titanic hier lenken. Das kann ja nicht sein, ey. Und, oh, ich dachte, das wäre irgendein Mensch vorne. Und okay, wir gehen weiter nach hinten. Das wird mir hier zu riskant. Lass uns nochmal ein kurzes Update schauen, wie weit die Flut und das Wasser bis jetzt hier nach oben. Oh, wir sehen es jetzt. Wir sehen es jetzt direkt von oben. Schaut mal, wie... Oh mein Gott, wie hoch das Wasser ist. Alles ist überflutet hier komplett. Wir können hier sogar... Boah, schwimmen einfach hier unter Wasser. Okay, Leute, wir sollten nach oben gehen. Ganz, ganz schnell. Alle Mann an Bord. Alle Mann an Bord. Wir überleben das schon. Also hoffe ich. Die traurige Titanic-Musik läuft hier. Das Schiff geht leider unter. Es war eine schöne Zeit, die 5 Minuten auf diesem Schiff. Aber, ja, alles hat ein Ende. Und ihr seht es, hier
vorne geht alles unter. Ey, Kollege, was machst du im Wasser? Kommt alle, nein, aus dem Wasser raus. Die ertrinken da. Oh, passt auf, Leute, passt auf, was ihr hier macht. Yo, da ist einfach was umgestürzt, Freunde. Habt ihr das gesehen? Dieses Ding hier ist einfach umgestürzt, das allererste. The first funnel has collapsed. Oh ja. Es war eine schöne Zeit. Seht ihr, Freunde, das ist nicht das Meer, sondern das ist das Meer mit meinen Tränen. Weil ich so traurig bin, weil dieses Schiff jetzt tatsächlich untergeht. Es war mein Ein und Alles. Oh ja, und oh, wir können sogar noch hier hoch nach oben klettern. Ab geht es. Wir klettern jetzt hier noch ab nach oben. Nein, da ertrinkt wer. Komm aus dem Wasser raus. Schnell, Chef, wir müssen ihn retten. Komm, schwimm, Kollege. Los. Alles klar. Was tut ihr? Wir müssen ihm helfen. Kommen Sie schnell. Nein, er trinkt. Was passiert hier? Oh nein, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt natürlich auch nicht ertrinken. Und alles wird hier langsam aber sicher komplett einstürzen. Das ist wirklich total traurig hier. Ich will doch hier nach oben klettern. Komm schon. Komm schon, aber alles ist unter Wasser. Wir dürfen natürlich jetzt auch nicht ertrinken. Und jetzt. Okay, ab geht es nach oben und wow, okay, ich glaube, nach ganz oben können wir sowieso nicht. Und er hat es geschafft. Ja, er hat sich aus dem Wasser gerettet. Komm schon, wir müssen überleben. Wir schaffen das schon alle. Das nächste stürzt ins Wasser ein. Das zweite, oh nein, das sieht ganz und gar nicht gut aus. Was geht eigentlich hier oben ab? Boah, schaut mal, wie hoch wir mittlerweile oben sind hier. Das ganze Schiff geht wirklich nach und nach immer mehr ins Wasser. Die Titanic geht unter, Leute. Und sie schauen nur zu. Leute, wir dürfen nicht aufgeben. Oh, warte mal. Oh, da ist noch ein Eisberg. Hey, hä? Was ist jetzt passiert? Ja, Leute, ich bin umgefallen. Was war das? Ich mach kurz ein Nickerchen. Dachte ich mir. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Nein, was macht ihr? Und oh, die Elektrizität ist auch jetzt ausgegangen. Oh oh, das sieht wirklich ganz und gar nicht gut aus, Freunde. Das bedeutet, wir haben jetzt keinen Strom auf dem ganzen Schiff hier noch. Und können wir doch hier durch? Ja, tatsächlich schon. Wow, was passiert hier? Was passiert hier? Alles wackelt. Oh mein Gott, alles stürzt ein und da, ihr seht es, alle Türme, beide Türme sind, oh mein Gott, einfach eingestürzt. Das klang auf jeden Fall nicht so gut, Leute. Wow, was passiert hier? Was passiert hier? Wir müssen sofort auf die andere Seite gehen und schauen, was hier passiert ist. Und alles ist hier überflutet. Ich glaube, es gibt gar keine andere Seite mehr. Das Wasser steigt. Ihr seht es. Und oh Gott, wir können jetzt hier ein bisschen schwimmen. Aber schnell, ab geht es. Ab geht es hier. Oh, nach oben. Oh nein, jetzt gehen wir richtig schnell unter. Oh, nein, wir rutschen runter. Nein. Oh. Was passiert hier mit uns? Wir gehen unter. Nein, wir müssen nach oben. Ansonsten kippen wir hier unter. Ihr seht es. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Wir stellen uns an die Spitze. Alle fallen runter vom Schiff und, oh nein, wir sind jetzt an der höchsten Stelle. Wir sind an der höchsten Stelle. Nein. Steh auf. Wir rutschen runter. Nein, das ganze Schiff runter. Wir müssen nach oben, Freunde. Das kann jetzt nicht das Ende sein. Oh, schnell. Wir haben es doch gerade noch so geschafft. Und komm schon, Freunde. Jawohl, wir stehen hier. Ich glaube, hier sind wir erstmal sicher. Und ihr seht es. Das sind die letzten Momente der Titanic, Freunde. Sie geht jetzt komplett unter. Titanic Liverpool. So sieht das Ganze jetzt aus. Der komplette Untergang dieses Schiffes. Da sind noch die Leute in ihren Rettungsbooten. Jo, Leute, ich komme gleich. Wartet auf mich. Ich muss hier noch eine Show abziehen. Ihr seht es. Oh, da unten ist noch wer. Da ganz unten. Ich glaube, die haben keine Chance. Alle werden hier runterfallen. Die probieren, hier hochzukommen. Und wir probieren natürlich als letzter Überlebender auf diesem riesengroßen Schiff hier drauf zu bleiben. Aber viel Zeit bleibt uns nicht mehr. Like jetzt alle das Video, wenn du uns aber helfen willst, dass wir hier auf diesem Schiff überleben werden. Und die letzte Musik läuft. Freunde, das sind die letzten Momente. Und weit und breit ist nichts in Sicht, außer Meer und die komplette Dunkelheit. Und viele Leute haben diesen Eisberg-Crash nicht überlebt und sind untergegangen. Und Freunde, ihr seht es, einige Überlebende gab es aber noch hier auf den Booten, die mich hoffentlich retten werden. Jo, da geht einfach einer aus dem Wasser. Was geht denn bei dem ab? Und oh nein, viel Zeit bleibt uns nichts mehr. Jetzt gehen wir unter. Jetzt passiert es. Es passiert. Wir gehen unter. Nein, das war's mit der Titanic. Schnell, wir ziehen unsere Weste an. Wo sind die Schiffs? Leute, ich hab doch gesagt, ihr sollt hier warten auf mich. Nein, wir schwimmen hier. Gluck, 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 gluck hier. Als letzte Überlebende. Da ist ein Schiff, Freunde. Schnell. Wir müssen gerettet werden. Ab geht es.
ist, wir müssen auf so ein Rettungsschiff gehen. Hier spricht der Kapitän Zentex. Das ist ein Befehl. Bleiben Sie jetzt hier sofort stehen hier. Oh nein, wir ertrinken sonst. Ansonsten haben wir keine Chance und wir werden hier... Oh, ertrinken. Haben wir es geschafft? Komm schon, jawohl. Wir wurden gerettet. Ab geht es. Oh ja und... Oh, da hinten ist Land, Freunde. Los, los, los. Oh, das ist der Worker und... Oh, was ist denn jetzt passiert? Neue Nachricht in Blockstimes. Die Titanic ist gesunken, nachdem sie von einem Eisberg gecrashed wurde. 700 Leute konnten sich retten und 1500 haben es nicht geschafft. Das ist der Zeitungseintrag und Freunde, das war's. Das war jetzt der ultimative Titanic-Crash. Die letzten Momente von der Titanic haben wir uns jetzt tatsächlich angeschaut. Und hier gibt es noch einen letzten finalen Bereich, den wir uns anschauen können, nämlich die U-Boot-Erkundung. Das kaufen wir uns sofort und gehen rein. Und in diesem letzten Modus sehen wir das Ende der Titanic und wie sie jetzt aussehen wird. Und so sieht das Ganze aus. Wir sind jetzt hier unter Wasser und wir erkunden das Ganze als mit einem U-Boot hier. Oh mein Gott, schaut euch das Ganze, Mann. Die letzten Umrisse hier. Alles ist komplett verrostet unter Wasser. Und das war einstmal das größte Schiff der ganzen Welt, was aber gegen einen riesengroßen Eisberg gecrashed ist und deswegen untergegangen ist. Und so wird es anscheinend heutzutage aussehen. Alles natürlich hier unter Wasser verrostet, ihr seht es. Aber, ja, ansonsten natürlich auch komplett gecrashed. Hier hinten der Teil, ihr seht es, ist komplett runtergegangen. Das Schiff hat es auf jeden Fall nicht überlebt, diesen Crash. Einige Leute, ja, wie ich zum Beispiel, konnten es aber gerade noch so überleben. Ihr seht es. Boah, das alles ist sogar offen. Alles ist komplett zerstört. Lass uns einmal hier um das ganze Schiff hier rumfahren. Ey, gib mal Gummi. Wie langsam sind wir? Können wir probieren, vielleicht auf das Schiff drauf zu gehen. Mal schauen, wie es innerhalb vom Schiff aussieht. Alles komplett verrostet. Man kann das Schiff wirklich gar nicht mehr wiedererkennen, muss ich sagen. So, können wir wieder zurück oder sowas? Ich will raus aus dem U-Boot. Wir wollen wieder, raus aus dem U-Boot. So, dann lassen wir uns sofort, zurücksetzen. Ah, ich glaube, aussteigen können wir nicht, aber wir können hier so ein bisschen, drüber fliegen und, man sieht sogar noch die Türen und sowas. Und wisst ihr, wie es doch am Anfang aussah? Alles so komplett luxuriös und irgendwie sowas. Und jetzt mittlerweile alles komplett alt und so. Können wir irgendwie ein bisschen runterschauen? Wir haben ja so ein kleines U-Boot-Licht. Und ihr seht es auch unten, alles verrostet. Die ganzen Eingänge, wie krass ist das denn? Das ist jetzt wirklich hier das Ende der Titanic. Aber liebe Fahrgäste, das war's jetzt hier mit eurem Kapitän Zentex. Das waren jetzt hier nochmal die letzten Augenblicke der Titanic, bevor sie gegen einen Eisberg gecrashed ist und untergegangen ist. Wir bitten alle, von Bord zu gehen. Und dann würde ich mal sagen, Freunde, das ist mein heutiges Video. Ich hoffe, dir das Video gefallen. Wenn ja, like, abonnieren und die Glocke aktivieren und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr und dann bist du auch ein Teil der Zentex Army und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin, tschüss.